Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Boah, er ist hier bald fertig. Auf dem nordfriesischen Marsch. 2-1 ohne Gräben. Hat bald alles hier verkauft. Er ist hier irgendwie am Sammeln. Ich glaube, er weiß selber nicht, was er macht. Fährt gleich wieder gegen Zaun oder gegens Haus oder was auch immer. Egal. Vielleicht fährt er auch nur im Kreis. Wir lassen ihn mal machen. Da kann ich aussteigen und dann dahin laufen, wo ich hin will. Ich will ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Anhänger aufräumen. Anhänger loswerden. Wir haben ja neue Zugmaschinen. Und fahren zwar noch nicht so gut, aber also das Fahrverhalten, ne? Die Motorbremse ist sehr stark und sehr direkt. Daher da muss ich nochmal bei. Aber es ist ja auch noch nicht released. Es ist ja bisher alles nur zum Testen. Da gehe ich noch bei, auf jeden Fall. Mal gucken. Ich kann auch noch nicht sagen, wann das rauskommt, das Pack. Das Pack geht, wie auch immer. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Tests verlaufen, wie die Loks aussehen danach und so weiter und so fort. Und daher schaue ich da mal. Ich fahre jetzt erstmal zum Lager und hole da mal ein paar Trailer ab, die ich nicht mehr brauche. Nein! Oder die wir nicht mehr brauchen. So, dann wäre schon gleich da. Da müssen wir auch noch mal gucken. Ich brauche ja noch so einiges. So, ich kann auch nicht sagen. Also die Zugmaschine behalte ich erstmal. Die hat mir gute und treue Dienste geleistet. Ah, wo ist denn der Königszapfen? Die Anhänger haben mir auch treue Dienste geleistet. Nichtsdestotrotz kommen die jetzt weg, weil wir nur noch jetzt die neuen benutzen werden.
ich auch eigentlich von diesen Aufliegern gar nicht mehr so viele haben will. War ja fast klar. Mal gucken, wie weit wir denn hier jetzt kommen, wenn ich die jetzt da so hinstelle. Was wir denn dann alles verkaufen können. Da kriegen wir bestimmt sowieso kaum noch was für, weil die echt schon echt richtig alt sind. Die habe ich seit Anfang an. Ja, 6000. Stehen im Trigger, da muss ich die da eben reinziehen. Nützt ja nix. War ja auch irgendwie zu erwarten. Mir immer noch wieder kaufen. Kaufen. Okay, wie viel haben wir denn jetzt noch von den? M82, weil können wir auch beide wieder verkaufen bald. Auf jeden Fall noch 3, 4, 5, 6, 6 Fliegelanhänger, 2 Fliegelzugmaschinen. War denn die M82? Da haben wir noch einen. Aber tatsächlich nur einen einzigen M82, ne? Wo steht denn der? Ne? Am Eierhof steht er. Ja, können wir da doch mal hinfahren, oder? Wenn wir den abholen und verkaufen.
Weil ich würde ja eigentlich ganz gerne auch mal wissen, wie denn so der neue. Ja. Wir haben ja auch was alles schlimm. Kaufen wir jetzt einfach mal. So, müssen wir ja alles testen. Ah, das ist so ein hässlicher, ne? Wo das hier so weit hinten ist. Kann man das nach vorne stehen? Die Sattelplatte, kann man die nach vorne schieben? Sieht sonst so hässlich aus. Schade. Ja, da muss ich mal gucken. Das gefällt mir ja noch nicht so ganz. Mal sehen. Vielleicht kriege ich da noch was anderes hin. Na, wenn ich den mal hier so nebenstelle. Ich meine, das sind beides MAN. Guck mal. Na, der ist ein ganzes Ende länger. Hat die Sattelplatte viel weiter hinten. Und das sieht dann richtig scheiße aus, glaube ich. Ah, der fährt auch besser. Der fährt nicht so schlimm wie der TGS. Also wie der Dingens TGS. Wie der Pritsche. Pritschen. So lange werde ich auf jeden Fall die Aufnahmesession noch laufen lassen, wie der noch von Feld 13 noch Gras holt. Damit mir die Gowal nicht wieder irgendwo schräg steht. Mal eben was gucken. Ja, Bremslicht geht. Erstmal eben bei Feld 13 gucken, wie weit der ist. Wie viel Gras da noch rumliegt. Kann ja schon fast wieder gemäht werden hier. Ah, ein bisschen liegt hier noch. Das dauert noch ein bisschen, bis der hier fertig ist. Okay. Den Trailer da weg, den M82, den wir nicht mehr brauchen. Immer geht's irgendwie weiter und es ändert sich was. Und so weiter und so fort. Hühnerhof, Hühnerhof. Hühnerhof, Hühnerhof. Ja, und ein Dolly davor, den können wir auch noch mitnehmen und auch gleich verticken. Ah, wenn ich dafür die passende Kupplung habe, heißt das. Ja, seht ihr?
fehlt mir nämlich der Attacher für. Oder? Ja, kann ich nicht mitnehmen. So, die Zeit ist um, ihr habt's gehört. Nichtsdestotrotz will ich den noch eben ankuppeln, weil ich möchte eben sehen, wie scheiße das aussieht. Wie viel Platz da ist. Wie kacke das aussieht. Naja, wie dem auch sei. Aber, haha. Ich kann das ja vielleicht andersrum machen. Wir können ja vielleicht den Dolly hier hinten dranhängen, weil das müsste ja gehen. Und das geht. Ah. Dumm kann man sein, man muss ihm nur zu helfen wissen, ne? Oder wie war das? Verkauft hier weiter irgendwo Village. Hält sich da fest. Oder wie auch immer. Ja, den verkaufen wir mal eben. Und dann ist Schluss für heute. Für Dienstag. Dann gibt es morgen wieder eine Folge. Freitag, Samstag gibt es keinen Livestream. Diese Woche nicht. Nächste Woche dann wieder. Und denkt dran, wenn ich 1000 Abonnenten habe, gibt es Jubiläums-Livestream. 10 Stunden lang. 10 Stunden? Wer soll das denn aushalten? Ja, ihr. Ihr sollt das aushalten. Nein, vielen, vielen Dank für eure Treue. Das ist echt unfassbar. 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 Über 400 Folgen. Ende September bin ich ein Jahr bei YouTube. Das ist unglaublich. Den verkaufen wir noch und dann ist Schluss für heute. Dann schmeiße ich euch raus. Da gibt es dann nichts zu sagen und nichts zu meckern. Ja, der fährt eindeutig besser. Da muss ich gleich mal gucken, wo man das einstellen kann. Wie die Fahrzeuge denn so fahren. Raus aus dem Trigger, wieder rein in den Trigger. Okay, so. Und jetzt dürfen wir davon keine mehr haben. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Waren die bei Ballentechnik? M82. Keinen mehr. Das heißt, ich kann den dann auch aus meinem Mod-Verzeichnis rausschmeißen. Sehr schön. Leute, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.